Hallo, herzlich willkommen zum 28. Ausgabe von Divi.jetzt. Heute wieder an Bord der Mario und der Tor. Und heute unseren Gast, den wir begrüßen, Jochen Kasperger. Ja, hallo, schön bei euch zu sein. Ja, Jochen, wir fangen da immer mit so ein paar Standardanfragen an, die wir unseren Gästen stellen. Erzähl doch mal kurz was zu deinem Krypto-Werdegang oder wie bist du in den Krypto-Bereich eingestiegen? Sehr gerne, ja. So intensiver ab 2016. Davor hatte ich mehrere Berührungspunkte mit Bitcoin. Seit 2012, vor allem über Sven Lepple von Astratum, der mich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass da was Spannendes passiert. Gezündet hat es tatsächlich erst 2015 bei mir. Da war ich in einem Projekt, in einem Startup-Projekt in der Schweiz und habe dort zum Thema Access oder Identity and Access Management mir verschiedene Technologieoptionen angeguckt, unter anderem eben auch Blockchain-Technologie mit Self-Sovereign Identities. Und da ist dann der Groschen letzten Endes gefallen und für mich auch die Entscheidung, in die Richtung beruflich zu gehen und auch unternehmerisch dann aktiv zu werden. Und dann habe ich mich umgeguckt, was gibt es in Stuttgart? Da gab es zu dem Zeitpunkt ein Meetup, das war allerdings schon wieder eingeschlafen. Das war im Sommer 2015, hat zwei, dreimal stattgefunden. Habe ich mich da beim Bitcoin-Stammtisch ein bisschen umgetrieben gesehen, dass da relativ wenig geht und mich dann dazu entschlossen, selber aktiv zu werden. So kam es eigentlich zur Gründung von BlockLab, da kommen wir gleich noch drauf. Und seit diesem Zeit bin ich eigentlich relativ aktiv in dem Themengebiet drin. Also das heißt, du machst all day long Blockchain-Technologie, DLT-Technologie in verschiedenen Ausprägungen. Genau, inzwischen sind es zwei Unternehmen, in denen ich Geschäftsführer und Gesellschafter bin und dann eben ein Verein mit BlockLab. Und das ist schon tagesfüllend. So. Und du hast noch unterschlagen, Jochen, dass du auch Krypto studiert hattest an der Uni Nicosia. 2015. Das stimmt natürlich, 2015, genau. Ich meine, da kommen dann jede Menge Themen kommen noch dazu. Nicosia, da habe ich reingeguckt. Das war eigentlich so die Grundlage, sage ich mal, die fachliche Grundlage, die ich mir da erarbeitet habe. Und da sind aber auch noch verschiedene andere Weiterbildungsthemen dazugekommen. Und dann in diesen einzelnen Unternehmen oder Organisationen gibt es halt eine Reihe, eine große Palette von Aktivitäten. Und da kommen wir nachher nochmal drauf, was da alles drinsteckt. Ich habe auch meine ersten Ether Anfang 2016 gekauft. Die gab es damals für einen US-Dollar, war dabei ein bisschen zu spät mit Exchange-Konto anmelden etc., also dass ich erst für 10 einkaufen konnte. Aber das war auch noch zu einer ganz spannenden Zeit, was das angeht. Da hatte ich ein bisschen Glück durch den Kontakt zum Christoph Jentsch recht frühzeitig, Fahrgemeinschaft vor seiner Ethereum-Zeit. Und da bin ich sehr zeitig eingestiegen. wir sind ja nur in unserem Podcast DeFi.jetzt. Was ist denn deine Definition von DeFi? DeFi, Decentralized Finance, neue Finanzwelt eigentlich, ein völlig durchgeknallter, hyperinnovativer Space auf der Ethereum-Blockchain vor allem, im Ethereum-Ökosystem und inzwischen eben auch drüber raus mit verschiedensten anderen Chains. Lego-Bausteine, Geldbausteine oder Finanzbausteine der Finanzwirtschaft, wenn man so will, oder das eines alternativen Finanzwesens. Schritt für Schritt auch stärker jetzt unter, soll man sagen, Beobachtung der entsprechenden Behörden. SEC gab es ja vor kurzem auch wieder eine Aktivität in die Richtung. Also hochspannend und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das, was wir jetzt durch diesen Paradigmenwechsel, Blockchain-Technologie, DLT, seit im Prinzip 2009 sehen, dass zum einen
in die reale Welt diffundiert über ein Delay von 3 bis 5 Jahren. Also inzwischen Kryptowährungen sind ja in der normalen Welt angekommen, als durchaus noch exotische Anlageklasse, aber als etablierte Anlageklasse. Und so wird es ähnlich auch mit DeFi sein. Also die Entwicklungen, die wir in DeFi sehen, die werden meiner Einschätzung nach auch in die regulierte Finanzwelt diffundieren. Jochen, du bekommst 1.000 Euro von uns. In welche Kryptowährung tauschst du sie? Super, vielen Dank dafür. Ich bin immer noch großer Ether-Fan, weil ich daran glaube, dass gerade durch DeFi in dem Bereich noch sehr viel passiert. Wir haben heute ja eine interessante Transaktion mit Energy Web Token gemacht, aber da wäre ich schon etwas zurückhaltender. Und in ein paar Monaten würde ich die 1.000 Euro in unserem Token Fabric Token anlegen, wahrscheinlich. Kann man da früh investieren? Nein, das geht leider nicht, ne? Aber da komme ich nachher noch dazu, was man da so macht. Sind das dann jetzt Ether ist jetzt dann eine Währung, in die du die 1.000 Euro investieren würdest? Gibt es denn neben Ether noch andere Kryptowährungen, die du gut findest? Und wenn es da welche gibt, warum findest du die denn, warum schlägt dein Herz besonders für die? Sagen wir, was Trading angeht, zum einen bin ich nicht sehr begabt drin. Ich habe durchaus ein bisschen Geld damit verdient, komme aber jetzt nicht vom Trading her. Von dem her bin ich da zurückhaltend, bin ein Ether-Fan, weil ich glaube, einigermaßen zu verstehen und weil ich da ein Riesenpotenzial dahinter sehe. Also ich war mal Anfang des Jahres so, dass ich dachte, bis Ende des Jahres sollten es 4.000 bis 5.000 Euro pro Ether sein. Und inzwischen kann ich mir auch vorstellen, dass er bis 8.000 oder 10.000 steigt. Aber das kann genauso sein, dass er Ende des Jahres wieder bei 500 ist. Und bei den anderen sind es eher persönliche Beziehungen. OneInch ist ja auch einer der Gründer hier aus Stuttgart, den ich auch so ein bisschen kenne, finde ich interessant. Ja. Das hat natürlich nichts mit der Kursentwicklung zu tun, aber eher mit einer persönlichen Beziehung. Genau, so ist ja auch die Frage gemeint. Also der Sergej, der war ja auch schon ab und zu mal bei uns zu Besuch. Genau, da geht es jetzt nicht um das Investieren bei der Frage, da war es wirklich einfach, welche du so von der Art des Tokens her gut findest. Okay. Gut, und es gibt ja einige Projekte im DeFi-Bereich, die durchaus spannend sind. Das Problem bei mir ist, dass ich von der Zeit, die ich drauf verwenden kann, mich intensiver mit den Themen zu beschäftigen, inzwischen sehr, sehr stark limitiert bin. Das heißt, das ist durchaus eine nicht so schöne Entwicklung dann, wenn man sich intensiv mit den Themen beschäftigt. Aber man muss halt gucken, dass die ganzen Sachen am Laufen bleiben. Also gibt es Mitarbeiter, da gibt es Kunden, da gibt es Projekte, da gibt es Gründungsaktivitäten, Unternehmensaufbau etc. Und dann, was übrig bleibt, muss man sehr vorsichtig damit umgehen, dass man auch noch ein bisschen normales Leben führt und ab und zu nochmal spazieren geht oder ein bisschen Sport treibt und nicht komplett abschmiert. Stimmt. So, kommen wir mal zu den Meetups. Wir hatten uns ja auch so 2015, 16 kennengelernt und du hattest ja dann ein eigenes Meetup in Stuttgart gegründet gehabt. Ich glaube, Blockchain-Meetup hieß es, oder? Irgendwie war das so. Ich glaube, Blockchain Stuttgart hieß es. Genau, das war eine der ersten Aktivitäten bei Blocklab. Also ab 2016 habe ich mich nach Mitstreitern umgeguckt, habe auch zwei gefunden, den Axel und den Rob damals. Und wir haben dann zu dritt angefangen, Blocklab zu machen. Also der Hintergrund davon war, dass ich gesagt habe, ich will in der Richtung eigentlich ein Unternehmen gründen. Wie gesagt, habe ich umgeguckt, was gibt es eigentlich vor Ort? Auch mit der Fragestellung, was ist der richtige Zeitpunkt für so eine Unternehmensgründung? Dann habe ich festgestellt, okay, die Zeit ist noch nicht gekommen. Und es gibt vor allem 0 Strukturen bei uns vor Ort in Stuttgart. Und dann war eben das Erste, okay, dann lass uns doch mal irgendwie eine Art Netzwerk von Interessierten aufbauen. Und mit 3 Leuten haben wir angefangen und dann waren wir 5 und 6. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wäre doch vielleicht eine coole Idee, ein Meetup aufzusetzen. Das haben wir dann auch gemacht. Das war, ich glaube, beim ersten Mal kamen 8 Leute, haben eigene Vorträge gehalten. Und das fiel dann aber in eine ganz spannende Zeit, 2016, 2017, da kam dann ein nächstes Meetup dazu mit dem Gründer von KI Decentralized. André Matschuk. Genau. Der kam dann nach Stuttgart 2017 und der hat ein eigenes Meetup gemacht und wir sind dann relativ schnell einig geworden, dass wir gesagt haben, komm, lass das zusammen machen.
bevor wir da 2, 3 verschiedene Meetups machen. Und so kommt es dann auch zum. Interessanterweise hatte der das Meetup das 2015 zum ersten Mal, das zwei, drei Sessions gemacht hatten. Genau, und so haben wir 2017 dann unsere 2 Meetups zusammengeworfen. Er ist dann aber Blocklab-Mitglied geworden und haben dann das Blockchain Stuttgart, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall das Größte, haben das dann gemeinsam aufgebaut über die letzten Jahre. Da war KI dann auch involviert. Für uns war es eine Möglichkeit, klar, uns zu vernetzen und die wesentlichen Impulse eigentlich für die weitere Entwicklung auf dem Blocklab kam über das Meetup. Also war ein Riesenformat, ein Riesending und genau der richtige Schritt. Gestartet genau Anfang, also ich glaube, das erste war im Mai 2016 und mit dem André, glaube ich, war es im Februar 2017, dass wir dort zusammengegangen sind. Schwerpunkt nicht so sehr das Trading, sondern was gibt die Technologie her? Wie gesagt, am Anfang haben wir das mit eigenen Vorträgen gemacht, dann haben wir auch Leute von außerhalb eingeladen, wir hatten früh, wen hat man dabei? Blockchain Helix war 2017 dabei. Ja, ich kriege sie gar nicht mehr zusammen. Aber es waren dann immer mehr auch externe Referenten. Interessanterweise analog mit der Kursentwicklung von Bitcoin haben auch die Teilnehmerzahlen zugenommen. Also wir hatten zu Spitzenzeiten Ende 2017 hatten wir, was waren das, 120 Leute oder so. War, glaube ich, das meiste, das wir in dem Meetup hatten. Schwerpunkte, genau, querbeet, so was tut sich eigentlich in dem Space, welche interessanten Entwicklungen gibt es da. ICOs waren durchaus ein Thema. Genau, dann kam, was die anderen Social-Media-Kanäle anging, kam eben dann das Thema auf, okay, wie kommunizieren wir kontinuierlich? Da war immer wieder die Frage, machen wir einen eigenen Kanal oder nicht? Da gibt es was, das ist aber nie richtig abgehoben, was auch nicht so schlimm ist. Wir haben da eine Webseite gegründet, die nennt sich tatsächlich Blockchain Stuttgart, auf die wir jetzt auch noch weiterentwickeln wollen, auf der wir die Aktivitäten in der Region Stuttgart auf der Webseite zusammenfassen. Ansonsten persönlich aus der Community-Arbeit raus nutzen wir eben die Meetups. Das eine Meetup hat inzwischen über 2000 Mitglieder. Und eine ganz gute Reichweite, gerade wenn es darum geht, zu Veranstaltungen einzuladen. Und dann natürlich der Bundesblock hat ja auch, glaube ich, 1700 oder 2000 Mitglieder. Und dort gibt es ja einen Eventbereich. Das heißt, wenn irgendein Meetup ist oder irgendeine Veranstaltung, kann man das dort auch super promoten, sodass wir insgesamt so zwischen 4.000 und 5.000 Leute unterhalten. Wir haben auch 2016, glaube ich, angefangen, einen Newsletter einzurichten. Nennt sich Block News, hat inzwischen, ich denke, zwischen 300 und 350 Abonnenten und kommuniziert eigentlich an die Leute hier in der Region Stuttgart, die vor allem in den Unternehmen sitzen und dort mit Blockchain-Technologie zu tun haben. Der kommt alle 14 Tage raus. Die Content-Generierung erfolgt hier also dann nur ausschließlich, wie du es sagtest, durch Leute aus den Unternehmen, die in dem Verein verbunden sind oder auch extern? Nein, das ist tatsächlich, also was wir von Anfang an gemacht haben, ist zu scannen, was tut sich an Artikeln, also öffentlich zugänglich, Coindesk und andere Quellen. Und daraus extrahieren wir quasi die interessantesten Meldungen der letzten 2 Wochen. Die sind in der Regel englische Artikel und die haben wir dann auf Deutsch übersetzt, haben die quasi angeteasert mit 1, 2 Sätzen und haben dann auf den Originalartikel verlinkt. Das war so ein bisschen das Setup. So, wir sind uns ja dann auch begegnet 2017, glaube ich, ne? Als du angefangen hast, hier auch in Stuttgart aktiv. Wir sind 2015 oder 16 sind wir uns begegnet. 16 vielleicht, ja. Und ich habe, weil ihr, der Schwerpunkt eures Meetups war ja eher so Einsteiger und nicht so lange Vorträge, maximal eine Stunde. Und ich hatte ja das Ziel, dass ich dann die abhole, die ein bisschen mehr wissen wollen, die tiefer reingehen. Und meine Meetups waren ja 4 Stunden volles Programm. Ja, ja.
Da haben sich zwar einige mal beschwert mit zu viel Inhalt, aber sie sagten, ja gut, könnt ihr früher, später kommen oder früher gehen. Können ja auch und, zu uns gehen. Ja, nee, war ja auch so abgesprochen zwischen uns, dass ihr so Einsteigersachen so ein bisschen an der Oberfläche bleibt und ich tauche dann in die Tiefe ab. Ja, ja. Aber das kenne ich aus physikalischen Anfangstreffen, da war dann das Interesse so hoch, da sind die auch, wir waren mal bei SAP, 120, 130 Leute, da sind die auch 5 Stunden geblieben, da mussten wir Leute rausschmeißen, nachts um 12. Okay. Ja, nochmal zu BlockLab. Du sagtest ja, ihr seid ein Verein. Seid ihr ein gewinnorientierter oder ein gemeinnütziger Verein? Das wäre die erste Frage. Und dann noch, du kannst du zu den beiden Unternehmen, beziehungsweise Verein und dem Unternehmen was sagen. Ja, also wir sind jetzt kein steuerlich begünstigter Verein. Also gemeinnützig ist, ich glaube, eine steuerliche Definition, die haben wir jetzt nicht beantragt. Aber wir sind ein Verein, der jetzt keine Gewinnerzielungsabsichten hat, als interessanterweise als nicht eingetragener Verein gestartet. Ich glaube, seit 2019 sind wir ein e.V., ein eingetragener Verein. Da bin ich ja Vorsitzender seit der Zeit davon. Wir sind inzwischen an die 25 Mitglieder. Zielsetzung ist eigentlich, das Ökosystem, Blockchain-Ökosystem in der Region Stuttgart zu fördern und Akteure zu vernetzen. Und dann eben durch gewisse Aktivitäten dafür zu sorgen, dass Blockchain-Technologie in der Region Stuttgart irgendwo stattfindet. Also ein Aspekt davon sind Meetups, dann wie gesagt Newsletter, dann aber auch ein Blockchain-Hackathon, der jährlich stattfindet, der bisher zweimal stattgefunden hat. Covid hat uns dann Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr wird aber wieder stattfinden im November, soweit ich weiß, nennt sich Web unter blockchain-hackathon.de findet man den, machen wir gemeinsam mit der BWCon. Das ist eine Netzwerkorganisation, die württembergische IT-Unternehmen vernetzt. Dann sind wir in verschiedensten Konstellationen hier in der Region aktiv. Es gibt eine Gruppe vom Wirtschaftsministerium, wo wir aktiv sind. Wir arbeiten mit der IHK Region Stuttgart zusammen. Dort gab es ja auch viele, ich denke, 4 oder 5 Veranstaltungen oder Thementage zum Thema Blockchain-Technologie, die haben wir am Anfang konzeptionell inhaltlich mit denen gemeinsam vorbereitet. Es gab Vortragsveranstaltungen, vor allem in der Anfangszeit 2016, 2017. Wir haben bei der BWCon auch eine sogenannte Special Interest Group gegründet zu Blockchain und Decentralized Computing. Die ist jetzt allerdings wieder ein bisschen eingeschlafen. Und so haben wir probiert, mit verschiedenen Akteuren einfach das Thema erlebbar zu machen und ein bisschen so nach außen zu tragen, was sich da gerade tut oder auch eine Art Anlaufstelle zu sein für Leute, die sich dafür interessieren. Das ist eigentlich bis heute unsere Ausrichtung. Ich denke, ein anderer Aspekt ist eben, dass wir in der Gruppe intern uns auch mal wieder zu Themen austauschen. Und wir haben inzwischen interessanterweise aus den meisten Unternehmen, die jetzt so in Region Stuttgart oder darüber hinaus beim Thema Blockchain aktiv sind, auch Mitarbeiter dabei. Das heißt, wir können uns da auch, was jetzt nicht durch NDA oder sonstige Themen vertraulich ist, können wir uns dort auch über Themen austauschen und schaffen da eine schöne informelle Umgebung, um zu gucken, was sich so tut und wohin es sich vor allem räumt. Industriellen und im Finanzbereich, wohin die Reise geht. So, das eine zum Thema BlockLab. Und das zweite ist dann 51 Notes. 51 Notes ist eine GmbH, ist ein Unternehmen, Gewinnerzielungsabsicht. Wurde gegründet 2017 von Jan Paul Buchwald und von mir, mit dem Fokus, große Unternehmen eigentlich, etablierte Unternehmen, bei der Realisierung von Blockchain-Projekten zu unterstützen. Also unsere Gründungshypothese war, das Thema Blockchain-Technologie wird zukünftig eine größer werdende Rolle spielen. Es werden Spezialisten gesucht, die vor allem technisch Blockchain-Aspekte umsetzen können, also Software entwickeln, Blockchain-Komponenten implementieren, integrieren etc. Und unsere Idee war dazu, eben dort als Dienstleistungsunternehmen entsprechende Dienstleistungen für diese Unternehmen anzubieten. Ein spannender Aspekt davon war, wann gründet man denn genau? Wie gesagt, wir haben Ende 2017 gegründet, sind dann operativ so Anfang 2018 gegangen und
haben eine Welle ganz gut erwischt, die 2018 abgelaufen ist. Und dann aber natürlich auch gemerkt, als es weniger wurde, wobei interessanterweise die Hype-Cycles da ein bisschen asynchron gelaufen sind zum generellen Crypto-Space. Ja, also so die größeren Unternehmen, ich nenne mal ein paar Kunden, Daimler Mobility, Bosch, Börse Stuttgart, die Kamerun-Bewegtochter, natürlich Unternehmen, also Transnet, HPW, Terranet beispielsweise. Und andere, die mussten natürlich erstmal Budgets schaffen, Stellen aufbauen, sich Strategien entwickeln, was sie in dem Bereich machen wollen, bevor sie dann auf uns zugegangen sind. Wir hatten schon Glück, wir hatten ein, zwei Projekte zu Beginn, die sehr gut reingepasst haben, die uns als junges Unternehmen sehr viel Auftrieb gegeben haben. Das ist so der zweite Pfad, sage ich mal, nachdem Blockler etabliert war, eben dieses Ziel, ein Blockchain-Unternehmen zu etablieren oder aufzubauen, dann in die Realität umzusetzen. Also habe ich das richtig verstanden, dass 51Notes eigentlich ein Dienstleistungs- und wesentliches Unternehmen ist, oder bietet ihr mittlerweile dort auch eigene Produkte an? Naja, wir haben keine dezidierten eigenen Produkte, sondern wir arbeiten im Kundenauftrag. Wir haben aber auch eigene Projekte konzeptioniert und dann Kunden vorgeschlagen. Da komme ich, was die Tokenfabrik angeht, nochmal drauf. Die Tokenfabrik ist quasi die Folge eines solchen eigenen Ansatzes. Genau, im Wesentlichen sind wir gestartet als IT-Dienstleister. Interessant ist, dass in den letzten Jahren dann ausgeweitet hat, eben nicht nur Blockchain-Implementierung, sondern eben auch Aspekte der Tokenisierung, die jetzt nicht so eindeutig mit IT-Dienstleistungen kompatibel sind oder direkt dort vergleichbar sind. Dann kam noch ein Bereich dazu, der nennt sich Ökosystemmanagement. Also die Frage, wie kriegt man mehrere Akteure in einem Business-Umfeld, Blockchain-Projekten, so koordiniert, dass sie nachher auch zusammenarbeiten. Es bringt mir ja nichts, wenn ich als Einzelunternehmen jetzt ein Blockchain-Projekt mache und keine Gegenparteien habe. Also ich muss ja in der Regel mit ein paar anderen irgendwie interagieren, dass ich Blockchain überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Bis hin zu Venture-Management, das ist dann eben die Frage, wenn so ein Blockchain-Projekt eine gewisse Reife erreicht hat, wie gründet sich das aus? Das wird in der Regel eine eigene Gesellschaft, die dann aus dem Hauptunternehmen rausgelöst wird. Und auch da haben wir Kunden unterstützt. Und wie viele Mitarbeiter feste oder seid ihr? Oder tut ihr euch auch so mit Freelancern verstärken, ständig in der Projektlage? Also wir haben ein paar ganz ergiebige Netzwerke, sodass wir je nach Auftragslage, sagen wir, atmen können. Das kann sein, dass man einen Auftrag, da brauchen wir fünf Kollegen, die wir jetzt nicht alle intern besetzen können. Das machen wir dann mit extern tatsächlich. Und intern sind wir so zwischen, das hängt so ein bisschen ab, zwischen 6 und 8 Mitarbeiter im Moment. Mhm. In Firmen arbeitet ihr zusammen? Du hattest ja vorhin ein paar Kunden genannt gehabt. Habt ihr noch andere Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet als Dienstleister? Naja, also wir haben eine sehr beeindruckende Liste eine namhafte Liste von Unternehmen. Wir haben 4 Branchen, die wir adressieren. Das ist Mobility, ganz klar, wie zum Beispiel Daimler Mobility. Das ist Energy, Industry und Finance. Und bei den meisten bin ich allerdings, weil ich mache bei uns die betriebswirtschaftliche Geschäftsführung. Das heißt, alle Themen, die jetzt nicht projektbezogen sind und nicht technisch sind, die landen bei mir. Und was ich dringend machen muss, was auf meinem Listen recht weit oben steht, wo ich die Zeit aber noch nicht gefunden habe, ist, dass ich mal die Erlaubnis der Unternehmen hole, der anderen Unternehmen, dass ich drüber reden darf, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und es gibt auf unserer Webseite ein paar, mit denen haben wir das gemacht im letzten Jahr. Und es gibt eine ganze Reihe anderer, mit denen würde ich das gar machen, bin aber leider noch nicht so weit, dass ich das so helfe. Bitte die 4 Bereiche wiederholen. Das war Mobility, dann war Mobility, Energy, ja, Industry und Finance. Ah, okay.
Gut, also zwischen Energy und Industrie war ein Komma und kein Bindestrich. Okay. Genau. Und interessant an denen ist ja, dass wir von Anfang an vermutet haben, dass es eine Art Convergence-Setup gibt. Also dass unterschiedliche Branchen über Blockchain-Technologie miteinander intensiv verknüpft werden oder Prozesse, digitale Prozesse darüber abgebildet werden. Und das bewahrheitet sich gerade auch so Schritt für Schritt. Also auch Mobility und Energy ist ein heißes Thema mit Electric Vehicle, die Batterienutzung beispielsweise. Und Finance ist eigentlich fast ein Default. Wir haben es mit einer Technologie zu tun, die natürlich auch Finanzaspekte abbildet. Und wenn ich das digital kriege, dann diffundiert es eigentlich in alle anderen Branchen auch rein. Also angefangen von Tokentransaktionen bis hin zu On-Chain Payment. Das natürlich heute im industriellen oder im Corporate-Bereich noch nicht abgebildet werden kann, sondern nicht reguliert, aber wir gehen fest davon aus, dass wir in absehbarer Zukunft auch On-Chain-Payment in Euro-Stablecoin haben werden. Also das muss eigentlich die logische Konsequenz sein von der Technologie. Was wünschen wir, wo sollen das Block Lab als Verein bzw. 51 Nodes in 2, 5 oder 10 Jahren stehen? Ja, also bei BlockLab ist es spannend. Wir haben da in den letzten Jahren sehr viel gemacht, sind eine stabile Gruppe, haben da Spaß, uns regelmäßig auszutauschen. Und wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo sich diese Frage stellt, okay, welche Rolle wollen wir denn einnehmen? Wie wollen wir unsere Rolle weiterentwickeln? Ne? Bisher sind wir so, haben wir eine gewisse Grundlagenarbeit gemacht. Und jetzt ist die Frage, okay, wollen wir mehr in die Richtung gehen, dass wir hier in der Region beispielsweise Startups mehr unterstützen, dass wir mehr Blockchain- oder DeFi-Startups in der Region sehen? Oder ist es mehr auf der Lobby-Ebene? Wir haben einen Landesverband des Bundesblocks, haben wir auch gegründet. Geht es eher in die Richtung, dass wir mit der Politik enger kommunizieren, dass wir dort probieren, Einfluss zu nehmen, gewisse gesetzgeberische Rahmenbedingungen zu beeinflussen? Und das werden interessante Diskussionen in den nächsten Monaten, wenn die Richtung weitergeht. Und idealerweise in 10 Jahren, vielleicht gibt es BlockLab nicht mehr, wenn wir unser Ziel erfüllt haben, dass nämlich Blockchain-Technologie in der Region Stuttgart auf der globalen Weltkarte vorkommt. Also dass man einfach ein paar namhafte Blockchain-DeFi-Unternehmen etabliert hat und uns keine Frage ist, ob Stuttgart mit dieser Technologie in Verbindung steht oder nicht. Und das ist auch für mich eine persönliche Motivation bei dem, was ich mache. Ich war um die Jahrtausendwende in der Internetindustrie und musste da feststellen, dass einem in Deutschland so gut ist dazu nicht passiert. Und ich habe mir vorgenommen, wenn es so eine Entwicklung wieder gibt, dass ich dazu beitragen will, dass das eben so eine Technologie nicht nur im Silicon Valley stattfindet, sondern eben auch bei uns. Und wenn wir das schaffen, dann ist eigentlich der Zweck erfüllt, dann können wir uns fast auflösen. Und für 51 Nodes ist das Ziel, ein führendes Blockchain-Implementierungsunternehmen, ein europaweit führendes Blockchain-Implementierungsunternehmen aufzubauen. Idealerweise sind wir das in 5 Jahren. Jochen, die Meetups finden auch ab und zu mal in den Räumen haben in den Räumen der Börse Stuttgart stattgefunden. Also meine waren öfters dort, ihr habt auch öfters dort abgehalten. Arbeitest du mit der Börse zusammen oder welches von den beiden Unternehmen arbeitet da enger mit der Börse Stuttgart zusammen oder sind die total eigenständig? Also wir sind erstmal eigenständig. Es gibt jetzt keine Beteiligungsverhältnisse gerade von der Börse Stuttgart zu uns. Wir haben aber in den letzten Jahren ein ganz sehr vertrauensvolles Verhältnis mit der Börse Stuttgart aufgebaut und kennen natürlich Leute, die dort das Thema vorantreiben. Und da kann man feststellen, dass uns da ein großes Wohlwollen entgegengebracht wird. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite probieren wir uns jetzt gerade von BlockLab dort, wo es möglich ist, auch für die Belange der Börse stark zu machen, weil wir die als ganz zentralen Standfaktor ansehen, als erste Börse, die eine Blockchain-Strategie in Deutschland auch in Deutschland hat, die da sehr ambitioniert unterwegs ist. So probieren wir uns, denke ich, da gut die Bälle zuzuspielen. Die Blockchain-Projekte von BlockLab, was habt ihr denn bisher sozusagen alles schon verfolgt, beziehungsweise was habt ihr denn durchgesetzt schon?
Ja. Also bräuchte ich wahrscheinlich eine Liste, um wichtige Dinge nicht zu vergessen. Also, wir haben über einiges gesprochen, ne? So eine gewisse Grundinfrastruktur aufzubauen, um kommunikationsfähig zu sein. Wir haben ein frühes Projekt gemacht mit der Uni Stuttgart zusammen mit dem Maschinenbauinstitut, wo wir einen 3D-Drucker mit der Ethereum-Blockchain mal verknüpft haben, um eine Art Pay-per-Use-Nutzung von einem 3D-Drucker abzubilden. Das war eher in einer Proof of Concept, hands-on, was kann man alles mit Blockchain-Technologie machen, haben dazu eine wissenschaftliche Veröffentlichung gemacht. Das ist noch ein Extrem eines Spektrums. Und dann ein anderes Extrem eines Spektrums sind zum Beispiel Statements abzugeben zu Gesetzgebungsverfahren zum Thema E-Wertpapier. Wie schätzen wir als BlockLab das Thema E-Wertpapier ein? Welche Aspekte halten wir für sinnvoll, welche halten wir für nicht sinnvoll? Und gerade das Thema beispielsweise Sekundärmarkt, Fähigkeit von Blockchain-Token ist für uns ein Riesenthema. Das ist ein sehr tief in den Details liegendes, aber das wird darüber entscheiden, ob in absehbarer Zeit Blockchain-Token sinnvoll in Deutschland an Börsen sekundär gehandelt werden können, also an lizenzierten Börsen. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Anliegen von uns. Ist leider in der ersten Version vom Gesetz jetzt nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das gern gewünscht hätten. Aber ich denke, da wird man weiter dran arbeiten. Das sind die zwei Extreme, ne? Alles Vortragsveranstaltungen, wie gesagt, Hackathon, Veranstaltungen mit der IBM, haben wir so Präsenzveranstaltungen gemacht und dann eben bis hin zu Beratung von Startups, die ihre Konzepte challengen wollten und Zusammenarbeit mit Stuttgart Financial, wo wir Vorträge machen, wo man aber auch, da wird es einen Incubator geben oder eine Art Accelerator für Fintech-Startups, dort sind wir mit dabei. Also es ist eine relativ lange Liste, wenn man da durch alles durchgehen würde. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, vielleicht noch für die Niederlassungen oder für die Repräsentanz der Schweiz wird es im Oktober zwei Veranstaltungen geben zum Thema Blockchain-Technologie. Da sind wir auch mit dabei. Das heißt, du bist also im Wesentlichen ein bisschen altruistisch unterwegs, um Wissen und, ich sag mal, Informationen zu Blockchain-Technologie, DLT allgemein und deren Auswirkungen zu verbreiten und aber auch natürlich Gewinnerzielungsbeabsichtigt. Okay. Also mit, ja, klar, in dem, was ich mache bei BlockLab, ist es eben auch nicht so sehr so, wir erklären jetzt den Leuten, wie Blockchain-Technologie funktioniert, sondern wir bringen eigentlich Blockchain-Interessierte zusammen und bringen die auch mit in interessanten Gesprächspartnern, Inputgebern, wie auch immer, zusammen und probieren einfach kontinuierlich eine Vernetzung anzustoßen. Und das ist komplett, das ist jetzt nicht aufs Geldverdienen ausgerichtet, sondern es ist ein gewisses Ökosystem aufzubauen. Mhm. Der Übergang von ein bisschen altruistisch und so weiter zur nächsten Folie. Ja. Dort haben wir mal ein paar Fragen, so Themen Blockchain und Gesellschaft. Also ja. Nachdem du ja jetzt auch schon, ähnlich wie ich, auch schon 4, 5, 6 Jahre da in dem Thematik unterwegs bist und ich habe ja auch ein Meetup gegründet in 2015, um Wissen zu verbreiten. Siehst du das? Wie wird sich durch die Blockchain-DLT-Technologie in Verbindung mit noch vielleicht anderen IT-Technologien die Welt bzw. unser Zusammenleben in der Gesellschaft verändern, beziehungsweise wird es sich verändern? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und das war mit einer der, neben dem, dass man sagt, okay, so eine Technologie sollte sich eigentlich auch in Deutschland abspielen oder aktiv sein können. Die spannende Frage, okay, was wird denn da draus? Ne? Was verändert? Und wir sind immer noch im Prozess, das rauszufinden. Wir sehen inzwischen vieles klarer wie noch vor 5 Jahren. Und ich denke, die Kryptowährungen werden bleiben als Anlageklasse. Die werden an Gewicht zunehmen. Das ist eine Sache. Und dann glaube ich, dass der Kern von Blockchain-Technologie ist die, wenn man so will, Nicht-Kopierbarkeit von digitalen Einheiten. Damit begründe ich eigentlich sehr viel. Und da spielen jetzt die Themen digitale Identität mit Self-Sovereign Identity spielen da eine Rolle. Da ist immer viel Aktivität in Deutschland. Da gibt es ja unterschiedlichste Projekte. ID Union beispielsweise, Gaia X,
dazu mit dabei, Catena X. Dort wird gerade verhandelt, gibt es zukünftig oder welche Art von digitaler Identität wird es zukünftig geben? Und das ist noch nicht raus, welche Richtung das geht. Aber ich glaube, die Technologie spielt bei der Frage, bei der strategischen Frage, eine entscheidende Rolle, wie digitale Souveränität zukünftig aussehen wird in einer multipolaren Welt zwischen Asien, Europa und USA. Ich glaube, dort wird man einiges sehen. Ich glaube auch, wie ich vorher gesagt habe, dass DLT-Konzepte sukzessive in die reale Welt, in die reale Finanzwelt vor allem auch diffundieren werden. Das heißt, wir werden eine Disruption oder Finanzwelt, zumindest das Backend sehen, also die Legacy-Systeme der 70er Jahre werden nach und nach durch eben dezentrale Ansätze ersetzt werden, glaube ich. Ob wir jetzt für den Endnutzer so viel Änderungen sehen werden, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber, dass es durchaus einen Paradigmenwechsel gibt und sehr viel alles oder vieles, was digital abgebildet werden kann, zukünftig eine Blockchain-Komponente in der einen oder anderen Art beinhaltet. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel in einem Unternehmen, das hat sich die Idee gestellt, ja, ich möchte eine Stadt komplett neu aufbauen auf Blockchain-basierten Prozessen, digital alles Mögliche abzubilden, also eine Blockchain-basierte Society of a Rating System. Wenn du könntest, wie du wolltest, was würdest du denn in welcher Reihenfolge blockchainisieren, in Anführungsstrichen? Ich habe einen sehr, sehr speziellen Blick drauf, der natürlich durch unsere Kunden auch geprägt ist bei 51Notes. Und ein Thema, das ich als ganz wichtig ansehe, sind die On-Chain-Transaktionen von Stablecoins oder Währungsäquivalenten. Weil ich glaube, wenn das mal abbildbar ist, können sehr viele Prozesse sehr elegant digitalisiert werden. Und dann entsteht ein netzwerkbasierter Transaktionsraum, in dem man wirtschaftlich agieren kann. Was mir vorschlagen würde, wären ein paar Use-Case- oder branchenorientierte Netzwerke, in denen dann, die auch dann untereinander verbunden sind, aber über die sind wir wesentlich mehr Prozesse wie heute zwischen einzelnen Beteiligten, vor allem Legal Entities, automatisiert werden können. Wir haben ja mit SAP und ERPs haben wir interne Digitalisierung und entsprechende Effizienzsteigerungen gesehen in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen. Und ich glaube, auch mit dem Ernst & Young-Ansatz, mit Baseline, ist durchaus ein bemerkenswerter Ansatz oder denkenswerter Ansatz, dass man Intercompany Communication oder Transaction da einiges machen kann. Und wenn das wahr wird, was die Kollegen da angehen, dann ist es mindestens ein Potenzial, ähnlich wie SAP oder wahrscheinlich noch mehr. Also eine externe, voll digitale Vernetzung. Also das sehe ich genauso wie du, mit Hilfe noch von Zero-Knowledge-Technologien basierend auf Identitäten und dann skalierbare Verifiable Credentials, die nach Schemas laufen und dann das, was man im Baseline, Base Ledger jetzt ja auch probiert bzw. macht, dass man dann auch die internen Daten sozusagen trotzdem schützt, aber bestätigt, dass die Transaktion stattgefunden hat. Das ist eine Technologie, wo ich sage, ja, dem würde ich auch zustimmen. Deshalb bin ich ein absoluter Baseline-Fan, auch gucke mir auch immer diese wöchentliche Show an, beziehungsweise nehme auch immer mal teil. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Wie siehst du das aber mit Wahlen zum Beispiel? Würdest du, also Wahlen, Voting gemeint, jetzt nicht Wahlen, würdest du die auch via Volksentscheiden oder in lokalen, territorialen Entscheidungen blockchainisieren? Da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Man hatte in den USA ja die Wahlmaschinen. Das heißt, man hat eine technologische Schicht über den eigentlichen Vorgang hergelegt und hat gesehen, zu was das geführt hat. Und ich glaube, die Gefahr, dass eben die Unmittelbarkeit von der politischen Willensbildung verloren geht oder zumindest auch das Vertrauen darin so ein bisschen in Frage gestellt wird, weil wir wissen nicht genau, wie es funktioniert oder wir wissen nicht genau, gibt es da noch einen Super-Admin, der sowas machen kann. Also in der Blockchain erstmal nicht drin ist, ne? Aber
Ich glaube, da tendiere ich eher zum guten alten Wahlschein, wo am Schluss jeder zugucken kann, okay, welche Wahlzettel gibt es denn, und dann werden die ausgezählt. Beim Geld akzeptieren die Leute, dass es ohne Vertrauen geht, indem sie Werte überweisen. Bei Wahlen, warum soll das nicht auch gehen? Ja, ich bin, also in manchen Punkten bin ich da ein bisschen skeptisch. Und dann, was passiert, wenn dann der Internetzugriff in bestimmten Bereichen während der Wahl ausfällt, weil einer irgendwie das Stromnetz angreift? Ja, ist eine generelle, ich glaube, eine generelle Fragestellung, die auch so ein Desasterfall, die Frage ist, was sind unsere Backup-Lösungen? Bei Wahlen, die halte ich für sehr sensibel, weil es eben auch eine sehr starke Glaubwürdigkeitsfrage hat, auch von Leuten, die sich gar nicht in der Technologie auskennen. Und meine Befürchtung wäre, dass man eher das Vertrauen dadurch vielleicht unterminiert, als dass man es erhöht. Das ist ja jetzt eigentlich genau Ralfs Lieblingsfrage mit seinen freien und Smart Cities. Aber ja, hast du denn schon mal was von Privatstädten beziehungsweise Smart Cities gehört? Der Ralf, der ist ein ganz großer Fan von Titus Gebel. Hast du von dem, ist der dir ein Begriff? Beziehungsweise einfach Smart Cities und freie Städte, hast du davon schon gehört? Und was sagst du dazu? Titus Gebel sagt mir jetzt nichts. Es gibt, was ist es? Friedman, Sohn, glaube ich, vom bekannten Milton Friedman, irgendein Sohn oder ein Enkel hat diese waren, das waren keine Charter City, aber das waren Städte auf dem Meer. Libertärer Ansatz, wo jeder quasi sich zu Städten zusammenschließen kann und auch seine Regulatorik, seine Gesetze selbst entscheidet. Finde ich spannende Ansätze, sollte man auch ausprobieren. Privatstädte auch. Je mehr Wettbewerb man auch in verschiedenen Formen der gesellschaftlichen Organisation hat, desto besser. Die Frage ist natürlich, auf wessen Land man sowas machen kann. Ne? Aber es gibt ja auch Charter Cities, da gibt es, glaube ich, eine in Mittelamerika, wo das versucht wurde. Ein Ansatz, den ich halt kenne von früher, war, hey, was wir eigentlich brauchen, sind erfolgreiche Administrationsansätze, damit Städte oder Gesellschaften erfolgreich sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ausreicht als Ausgangsbedingung für eine erfolgreiche Stadt, dass ich nur das Setup richtig gestalte, sondern wahrscheinlich spielt auch irgendwie das Mindset und die Motivation der Bewohner eine große Rolle. Aber die Frage nach der, welche gesellschaftlichen Normen schwingen da implizit in verschiedenen, die kulturellen Normen auch spielen da implizit mit. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall spannende Ansätze, die man weiter verfolgen sollte, definitiv. Also das sehe ich auch so. Und es gibt ja ein paar Beispiele jetzt auch, dass so kleinere Länder, ob das dann Städte, Stadtstädte sind, Vatikan, Monaco, Liechtenstein, auch Hongkong zum Beispiel. Wir sind aber auf der anderen Seite, wenn man mal in die Geschichte zurückguckt, die sogenannte Kleinstaaterei, ja, wo Städte früher auch schon mal relativ reich und erfolgreich waren. Ich glaube, dass es so eine Ansätze weitergeben wird, die dann durch Privatunternehmen geführt werden können und wo man Umgehung bereitstellt, muss man einfach sehen. Und wie du sagtest, das ist auch eine Verfechtung von dem Titus Gebel, dass man eben Wettbewerb zulässt. Okay. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Thema, zu dem neuesten Baby, zur Tokenfabrik. Ja, also Jochen, du hast ja vorhin schon kurz angerissen, dein neuestes Baby, die Tokenfabrik. Ja. Wann wurde denn die Tokenfabrik gegründet? Die Tokenfabrik wurde ziemlich genau vor einem Jahr gegründet. Es gibt aber eine Vorgeschichte dazu. Also 2018 ist bei uns die Idee entstanden, was würde denn passieren, wenn man tokenisierte Finanzierung kombiniert mit Industrieassets, also auch die Stärken der Region, in der wir unterwegs sind, probiert zu kombinieren aus den Erfahrungen der ersten ICO-Welle. Und da haben wir einen Projektvorschlag draus gemacht und da haben wir dann tatsächlich die Börse Stuttgart als mögliche lizenzierte Handelsplattform und Daimler Mobility und auch Bosch als Projektpartner gewonnen, um dieser Frage nachzugehen. Wir haben da ein zweistündiges Projekt draus gemacht, haben das letzten Sommer abgeschlossen, haben dort die technische Machbarkeit dieser Idee und auch die rechtliche Machbarkeit der Idee nachgewiesen und einen Prototyp entwickelt dazu und dann gefragt, wie es weitergeht und wie es dann zu dem
Entschluss gekommen, dass wir da draußen ein Unternehmen gründen. Also es geht um Tokenisierung industrieller Investitionsgüter, hieß der Arbeitstitel von dem Projekt. Und die Idee ist einfach, alles, was reale Assets sind, also Maschinen, Fuhrparks, Solaranlagen etc., die werden ja an irgendeinem Punkt ihres Lifecycles, relativ früh im Lifecycle, werden die ja finanziert. Und macht es Sinn, das eben von einem manuellen Prozess auf einen digitalen Prozess zu übertragen, bei dem dann ein Token als Investmentgut im Mittelpunkt steht. Und die Idee ist, dass diese Real-Assets über eine Hardware-IoT-Schnittstelle dann an einen Smart Contract angebunden sind und Performance-Daten aus den Assets gleich wiederum in Auszahlungsmodalitäten etc. von Investoren und von dem Token eingeben können. Wie sieht da eure Roadmap aus und was habt ihr da so als erste Services geplant, die ihr auf der Plattform anbieten wollt, Jochen? Ja, also das ganze Projekt hat eine gewisse Findungsphase hinter sich. Wir sind eingestiegen, dass wir sehr stark auf Industrieassets ausgerichtet waren und auch sehr stark auf den regulierten Kapitalmarkt. Das hat sich etwas verschoben. Wir haben operativ angefangen Anfang des Jahres zu dritt und inzwischen sind wir zu sechst und haben dann aber festgestellt, Industrie braucht Zeit, um irgendwo hinzukommen, die wir als Startup gar nicht haben. Der regulierte Kapitalmarkt ist auch nicht so zügig unterwegs, wie wir uns das vorstellen. Und dann sind wir, im April sind wir bei Outlier Venture in das Basecamp rein, als ein Startup von sechs. Ich glaube, es gab 200 Wettbewerber, sechs davon wurden genommen, einer davon war die Tokenfabrik. Und haben dann die letzten Monate mit Outlier Venture das Konzept weiterentwickelt. Wir haben eine schöne Go-to-Market-Strategie entwickelt, die sich auf sogenannte Crypto-Real-World-Assets fokussiert. Also das ist Mining-Equipment, das sind Helium-Hardware, das sind Filecoin-Hardware. Da haben wir ganz klar ein Market-Need auf der einen Seite von Finanzierungsbedarf von den Minern, der ist riesig, und auf der anderen Seite von potenziellen Investoren das Interesse in Assets zu investieren, die interessanten Returns bieten. Und da sind wir gerade ein paar Pilotprojekten unterwegs, das mal zu eruieren, was man da an Potenzial abbilden kann. Zur Roadmap: Wir sind jetzt im Funding. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Team aufzubauen. Wie gesagt, wir sind zu sechst. Wir glauben, dass wir bis zum Jahresende zwischen 10 und 12 Mitarbeiter haben. Und wir werden im nächsten Jahr erste Funktionen launchen. Wir stellen uns das so vor, dass die Tokenfabrik zum einen ein sogenannter Asset Tokenization-Funktion hat, die nachher auf einem Protokoll sitzt. Das Protokoll soll quasi unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Asset-Tokenizer zusammenbringen, soll Angebot- und Nachfrageseite zusammenbringen. Wir sind uns bewusst, dass das natürlich hochgradig reguliert ist. Das ist gar keine Frage. Also da haben wir uns von den DeFi-Träumen schon lang verabschiedet. Nichtsdestotrotz spielt DeFi für uns in der Liquiditätsseite her, spielt da hinten eine interessante Rolle, muss aber dann auch alles regulatorisch compliant sein. Und ja, dann planen wir mit einer Reihe von Projekten, die wir nächstes Jahr, oder Investitions-Opportunities, die wir dann nächstes Jahr über dieses Protokoll dann an den Start bringen wollen. Wir sehen das Protokoll auch als Funktion auch in anderen dezentralen Netzwerken, über die ich in anderen dezentralen Netzwerken meine Assets, meine Realwelt-Assets dann finanzieren kann. Nee, habe ich das jetzt richtig verstanden, Jochen? Ihr tokenisiert aktuell Mining-Hardware, also für Krypto-Mining? Ja, wir machen Pilotprojekte. Die Tokenisierung steht ja noch nicht so sehr im Mittelpunkt. Es steht erstmal überhaupt der Nachweis, dass wir dann Matchmaking hinkriegen zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Und da ist viel an Legal und an Strukturierungsthemen, die man dort machen muss. Und dann Schritt für Schritt soll das Ganze zunehmend tokenisiert werden, bis hin natürlich zu potenziell auch Securities, die aus den Projekten dann rauskommen. Also handelbare
Token, die nachher den Anteil einer Maschine oder einem Fuhrpark repräsentiert. Und das eine ist eben der Investment-Token und das andere sind die Paybacks, die auch über die eben auch on-chain übertragen werden sollen in Stablecoins. Also dann wird es ein rundes Bild, dann schließt sich der Kreis. Dazu zwei Fragen. Ist der geplante Token, den ihr rausbringen wollt für die Plattform, ein Governance-Token, mit dem ihr grundsätzlich Plattformen finanziert? Das ist ein Utility-Token, den wir benötigen, um Angebot und Nachfrage in einer frühen Phase zu generieren, aber vor allem um auch Discounts umzusetzen und um Collateral oder Verlustpotenzial. Also um kurzfristige Liquidität für Prozesse bereitzustellen. Sozusagen. Ja, also jetzt nicht direkt für die Investments in die Projekte, aber um die Plattform funktionsfähig zu machen. Mhm. Wir haben immer ein Ausfallrisiko natürlich bei diesen Investments und der Token kann auch zu Abschwächung dieses Ausfallrisikos dann eingesetzt werden. Mhm. Die zweite Frage wird das, was ihr aufsetzt mit der Tokenfabrik von Beginn an, Blockchain, also technologieagnostisch sein, dass ihr sozusagen euren Token auf mindestens 2 oder n unterschiedlichen Technologien laufen habt oder seid ihr fokussiert auf Ethereum in der ersten Linie und dann ERC20 und sonst was? Im ersten Schritt ist ein ERC20, genau. Aber dann müssen wir uns klar auch nochmal von der Gesamtplattform her final dann unsere Entscheidungen treffen, der dann auch durchaus klären kann. Denn ich meine, Transaktionskosten spielen ja auch eine Rolle und die sind ja noch nicht absehbar, ob auch mit Ethereum 2 wirklich dann oder Layer 2 eine massive Veränderung der Token, der Gaskosten kommt oder nicht. Aber wir sehen jetzt ja interessante Layer 2 Ansätze, die auch das Problem angehen und da ist noch viel in Bewegung, da wird man auch sehr genau drauf gucken, in welche Richtung wir dann gehen. Sind da irgendwelche, die euch da besonders gut gefallen? Layer 2, die ihr da schon rausgebildet habt, sich? Nein. Okay. Also das Letzte, was ich weiß, sind 5 bis 6, die wir da genau angucken. Aber ich selber mache das jetzt auch nicht in der Tiefe. Aber ich denke, die Entscheidung, die wird man auch vor wahrscheinlich Anfang Mitte nächsten Jahres nicht treffen. Du sagtest ja vorhin, dass du das ja annimmt, dass das auch stark reguliert sein wird oder dass ihr euch mit regulierten Prozessen beschäftigen wird. Wird es auf der Plattform ein KYC geben? Wird das notwendig sein? Also aller Voraussicht nach, ja. Es ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig, aber es ist abzusehen, dass diese Anforderungen kommen werden. Und wenn man, was unsere Vision ist, dass wir einigermaßen seriös mit dem Thema umgehen, also dass wir anschlussfähig für Industrieteilnehmer sind und auch anschlussfähig für Finanzunternehmen aus der regulierten Finanzwelt. Und damit wird einiges anders sein wie bei den typischen sonstigen Plattformen, die wir kennen. Also gerade im DeFi-Bereich, wo man durchaus sich noch große Freiheiten rausnimmt. Ob die de facto bestehen, ist oft zu bezweifeln. Wir gehen den anderen Weg. Wir gehen immer mal davon aus, dass das, was wir machen, regulatorisch relevant ist. Wir sind auch ein deutsches Unternehmen. Das heißt, wir fangen auch an mit in Deutschland zu operieren, weil wir denken, wenn wir es hinkriegen, das compliant hinzukriegen, dann können wir es auch sinnvoll in andere Jurisdiktionen übertragen, gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben auf der anderen Seite neben den Crypto Real World Assets eben auch durchaus Interesse von Industrieunternehmen, die nach Pay-Per-Use-basierten Finanzierungsmöglichkeiten suchen, die interessiert sind an digitalen Möglichkeiten, Finanzierung abzubilden. Da sind wir auch einen gewissen Sweet Spot, den wir adressieren. Nur ist da die Geschwindigkeit, die Umsetzungsgeschwindigkeit eine ganz andere wie jetzt in einem anderen Space, in dem wir gerade unterwegs sind. Habt ihr geplant, dass das Ganze multimandantenfähig ist und komplett auf der Public Chain oder wird das eine hybride Implementierung werden? Soweit sind wir da gar nicht, noch nicht. Wir wissen, dass es ERC20 Token sind und es wird jetzt sehr stark Use Case abhängig sein, auch in welche Richtung wir das Protokoll und auch die Plattform dann Schritt für Schritt entwickeln. Also wie unsere Anker-Investoren im nächsten Jahr aussehen, sind die sehr stark darauf aus,
was weiß ich, ihre Token selber zu verwalten? Wollen die über regulierten Partner eigentlich nur an das Thema ran, wie zum Beispiel eine Börse? Dann sieht die Welt wieder ganz anders aus, dann bauen wir was anderes. Und auch auf der Asset-Seite ist es heute noch nicht 100% klar, mit was wir als erstes anfangen. Was klar ist, ist die Vision, dass wir in der Zukunft Realwelt-Assets über IoT-Anbindung an einem Finanzprodukt mehr oder weniger angedockt haben, das dann über das investiert werden kann, über das Rückzahlung stattfinden und das frei getradet werden kann auf lizenzierten Börsen. Ja, und ab wann wollt ihr Gewinn erzielen auf der Plattform? Das wird ein bisschen dauern. Also es ist auf jeden Fall ein Volumengeschäft. Hängt ein bisschen davon ab, welchen Pfad wir gehen. Und ich denke, wenn wir es in 3 Jahren hingekriegt haben, dann sind wir wahrscheinlich ganz gut. Gut. Kommen wir mal zur letzten Folie. Wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Was denkst du? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie werden zum Teil komplett anders aussehen als heute. Also ich glaube nicht, dass der Staat sich die grundsätzliche Regulierungsfähigkeiten nehmen lassen wird. Banken wird es geben, weil ich glaube, eine starke Regulierung gerade von Bankgeschäften ist notwendig. Das lehrt uns die Geschichte. Dort, wo es Lücken gab, haben wir in der Regel auch die entsprechenden Missbräuche und Crashs gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Banken nicht mehr so funktionieren, wie sie heute funktionieren, sondern dass es vor allem ein lizenzgetriebenes Geschäft ist, das wäre auch mein Wunsch, das auf dezentralen Netzwerken stattfindet. Auf Holz geklopft. Ja. Denkst du, dass es viele zugelassene Parallelwährungen oder Komplementärwährungen gibt, wie das Hayek und von Mises immer wieder mal gefordert haben, als Anfechter der österreichischen Schule, nicht Anfechter, Anführer der österreichischen Schule? Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich denke, ein früher Case ist natürlich Facebook. Gerade was Unternehmen mit einer großen Userbase als Potenzial halten, ist natürlich privates Geld. Und wir sehen es auch bei der Telekom zum Beispiel, die ja auch Richtung Cello was macht, wo es Ansätze in diese Richtung geben könnte oder einfach ein Messenger-integriertes Geld. Ich glaube, das ist schon Fluch und Segen zugleich und das ist durchaus ein heikles Thema, weil das einem Staat kann natürlich die Kontrolle über das Geld da leicht entgleiten. Ich glaube nicht, dass die Staaten es zulassen werden, dass das passiert. Das hat das letzte Jahr gezeigt. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das mit der EZB haben wir ja schon, wo die Staaten nicht mehr die Währung kontrollieren. Und jetzt kann man das natürlich noch weiter nach oben vereinen. Ja, man kann jetzt den Yen, den Dollar und den Euro zusammen verwurschteln als eine Nordhemisphären-Währung und ähnliches. Ja. Also das Potenzial ist da, dass das passiert. Das Potenzial ist natürlich auch da, dass auch vielleicht so Barter-Ansätze ganz andere Dynamik entwickeln, wie das heute noch der Fall ist. Ich meine, was wir auf jeden Fall haben inzwischen, und das ist auch nicht mehr, das kriegt man auch nicht mehr weg, wenn jetzt die Inflation außer Kontrolle geraten würde, als Beispiel, dann hätte man eine Alternative über Bitcoin oder Ether oder sonstige Währungen als Store of Value, natürlich auch mit entsprechenden Unwägbarkeiten. Zu vermuten ist dann, dass eben On- und Off-Ramps stark kontrolliert oder reguliert werden würden. Das wird der letzte Schritt sein, den sie noch unternehmen können, um das Ganze irgendwie in die Wand fahren zu lassen, ja. Also ich sehe das genauso wie du, dass dann, wir haben ja bei uns im Meetup, haben wir eine neue Größe definiert, wann ist sozusagen dieser Punkt etabliert, dass man 50% Kryptoakzeptanz erreicht und dann ist der Umkehrpunkt erreicht, ja. Und wie du sagst, das Off-Ramp, also das On-Ramp, das ist ja schon letztendlich über die zentralen Börsen zumindest KYC und das Off-Ramp, naja, wahrscheinlich über die Steuerfestlegung gekommen. Aber was kommt aus deiner Sicht nach der Thematik, was wir gerade erleben, DeFi und der NFT-Hype? Im Kryptobereich ist es, glaube ich, extrem schwierig vorherzusehen. Ich glaube, dass die
die Innovationskraft und auch die ganze, soll man sagen, schon das ist ein Stück weit ein abgedrehtes Setup, dass das bestehen bleiben wird. Und das ist das Spannende, was da rauskommt. Schwer vorherzusagen. Und dann glaube ich eben, dass ein Teil davon an den neuen Möglichkeiten diffundieren wird in die Industrie, in die etablierte Welt, wie wir das heute schon sehen. Und da sehen wir sicher das Ausloten von sinnvollen Use Cases. Wir bei 51 Notes glauben wir vor allem dran, dass es eben zunehmende digitale Vernetzung in dezentralen Netzwerken geben wird, unterschiedlicher Legal Entities, die heute schon bestehen, dass er neue entstehen werden. Das, denke ich, ist dann eine Entwicklung, wobei die wesentlich gemächlicher ablaufen wird wie im DeFi-Bereich oder allgemein im Kryptobereich. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema wird Interoperabilität und tatsächlich auch ein gewisses Erwachsenwerden von diesem Space, der sich jetzt zunehmend auch mit Regulatorik konfrontiert sieht, etc. Also da findet vermutlich auch ein Kulturwandel statt in den nächsten Jahren. Okay, kommen wir mal zur letzten Frage. Jochen, du kennst ihn nicht, aber was denkst du, wer ist Nicolas van Saberhagen? Ich habe keine Ahnung. Das könnte jemand sein, der einen Konsensus-Algorithmus entwickelt hat. Das könnte jemand sein, der als Libertär für den Einsatz von Digitaltechnologie in allen Aspekten der Gesellschaft Vorkämpfer ist. Oder es könnte ein Decknamen eines Black Hat-Hackers sein, der probiert, möglichst viel Schwachstellen im Kryptobereich auszunutzen und sich unendlich bereichert. War schon richtig gut. Ja, ich habe auch gelesen, es ist die Reinkarnation von Satoshi Nakamoto. So, und die Frage ist, aber wer ist Nicolas van Saberhagen? Was denkst du? Ja, gute Frage. Aber Tom, müssen wir da nicht erstmal klären, was der Nicolas van Saberhagen eigentlich gemacht hat? Weil da war schon vom Jochen noch schon eine Wahrheit mit dabei, oder? Ja, das ist sicher, ja. Dann hat einen Konsensus-Algorithmus entwickelt. Ne? Der hat das, soweit ich weiß, hat das der Alex Anajo, hat uns das erzählt, der hat das White Paper von Monero veröffentlicht. Okay. Ja, also auch so eine Lichtgestalt, beziehungsweise eher eine Schattengestalt wie der Satoshi. Ja. Ja. Sehr schön, dann war ich da nicht weit weg. Alles klar, es kann gut sein, dass er mir auch mal begegnet ist in der Vergangenheit. Und der hat auch den Kryptonot-Algorithmus, also diesen Hash-Algorithmus initiiert, veröffentlicht, entwickelt, was auch immer. Ja. So, dann sind wir durch. Jochen, wir danken dir. Sehr schön. Ich danke euch. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich dabei hattet. Vielen Dank und vielleicht sehen wir dich auch bald mal wieder. Ja, sehr gerne. So, in diesem Sinne, also, tschüss.